Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Diese Woche im Juni wollte ich einmal vloggen und da diese Kameraperspektive auch Sammy einfängt, habe ich mich mal hierhin gechillt. Mal gucken. Ich habe einiges vor diese Woche. Zum einen wird es mit Mama shoppen gehen und ja, ansonsten halt der ganz normale, übliche Wahnsinn. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen durch den Alltag zu gehen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Auch wenn die Hitze den Rasen nicht ganz so glücklich gemacht hat, wächst und gedeiht hier doch einiges. Also ich liebe es einfach, wie hier die Blumen schon blühen. Und ja, also der Teich ist auch wirklich sehr am Blühen. Auch das Unkraut, das möchte vielleicht auch diese Woche mal weggemacht werden. Und was ich euch auch zeigen wollte, dieses Jahr, das ist so meine Beerenecke hier, dieses Jahr scheint auf jeden Fall das Jahr der Himbeere zu sein. Denn das hier sind meine goldenen Himbeeren. Ich bin mal gespannt, wie viel ich jetzt schon hier vom Strauch rauskriegen werde. Das ist echt der Wahnsinn, wie dieser Strauch abgeht. Und das ist übrigens ein Rosmarin. Das war mal so ein kleines Pöttchen aus dem Aldi. Der ist ein bisschen gewachsen, ne? Musste ich auch schon stutzen. Das ist krass. Das ist eine Kiwi. Auch die wächst und gedeiht immer sehr. Hier ist, glaube ich, Minze. Das sollte man eigentlich besser nicht pflanzen, weil das wächst wie Unkraut. Hier haben wir, Brombeeren, ne? Die müssen noch ein bisschen. Die blühen jetzt nämlich schön. Und da sind auch dann die Bienen vom Nachbarn ganz fleißig. Und auch Hummeln, wie man sieht. Nee, das ist eine Biene. Da bist du eine Hummel. Eine Hummbiene? Eine Hummel. Genau. Und hier ist noch mehr davon. Und das ist unser Komposter. Forsythien. Dies, das Ananas. Rumpelecke. Sammy. Alles gut bei dir? Und hier oben haben wir sogar ein Fledermaushotel, weil hier sind auch Fledermäuse am Start immer. Das freut uns doch, ne? Ja. Staub ist jetzt endlich mal aus dem Schlafzimmer raus, dann kann ich euch mein Outfit of the Day zeigen. Der Rock ist von Orsay, den habe ich aber schon vor Jahren gekauft. Das Oberteil ebenfalls recht alt, auch von H&M. Das Top ist auch von H&M, passt eigentlich auch super zum Rock, aber eigentlich ist es heute nicht so warm. Und die Schuhe kennen wir natürlich. Und wie ihr seht, Julius schläft nicht mehr bei uns im Zimmer, er schläft in seinem eigenen Zimmer. Bevor ich mich aber wirklich in den Garten begeben kann, begebe ich mich in mein Zentrum des Wahnsinns, auch bekannt als mein Arbeitsbereich. Hier habe ich meinen Laptop und hier schneide ich immer meine Videos. Kabelsalat natürlich. Julius ist akustisch auch immer mit dabei. Ich muss hier auch irgendwie mal ein bisschen Platz schaffen. Eigentlich müssen die beiden Riesenviecher hier gar nicht rumstehen. Egal. Ich bin auch auf der Glow und am Samstag, ne? Und vielleicht kann ich da ja mal so ein Stündchen einrichten, dass diejenigen, die auch dann dort sind, sich dann auch mit mir treffen können oder so. Das hat letztes Jahr Sarah Isabel gemacht. Jetzt mache ich mich noch an Schneiden von meinem Filmchen. Als Mittagessen gibt es heute Flammkuchen mit Chorizo von gestern. So, ich hatte jetzt die Wahl zwischen ein Schminkvideo drehen für Claudis bunte Welt oder mich in den Garten begeben. Und ihr seht, ich bin im Garten. Sammy ist auch im Garten. Das Outfit sitzt auf jeden Fall. Hallo, die Kamera ist etwas blöd eingestellt und ich mache hier Verrenkung. Läuft. Werkzeug. Und hier kommt die Aufgabe. Das sollte machbar sein in einer Stunde, oder? Das ging jetzt wirklich schneller als gedacht. Nicht mal eine halbe Stunde und alles ist soweit entunkrautet. Na klar, das eine oder andere bleibt auch. Vor allem hier so an der Seite, da ist halt mehr so die Sachen, ne, da muss mein Freund gucken, weil da auch Teichfolie ist und so. Und manche Sachen, die hat er auch extra gepflanzt und die vermehren sich. Zum Beispiel hier halt auch, ne, das lasse ich dann auch stehen oder hier auch hinten, da traue ich mich nicht so dran. Aber na, es sieht schon mal so weit so gut aus. Und Sammy macht gleich auch nochmal die Abnahme hier, wa? Komm her! Ja, komm! Huch, was meinst du, junger Mann? Ist das hier abgenommen? Kann man hier wieder liegen am Teich? Das macht Sammy nämlich super gerne. Am Teich liegen und uns beobachten, wie wir auf der Terrasse sitzen.
Ich hätte euch nicht erzählen dürfen, dass Julius jetzt in seinem eigenen Zimmer schläft. Denn wir hatten jetzt einen sehr turbulenten Abend und haben vieles versucht, dass er endlich schläft, weil er zahnt halt gerade. Also er kriegt sein zweites Zähnchen und da muss ich gerade meine Füße sortieren. Ja, er schläft jetzt gerade bei uns im Zimmer in seinem Bettchen und naja, aber das ist jetzt halt ein Rückschlag. Ich glaube, das ist relativ normal, ne? Dass man, wenn man auch Fortschritte macht, auch ab und an mal Rückschritte macht oder hinnehmen sollte. Und das ist auch alles vollkommen in Ordnung. Es gehört alles zu einer Entwicklung auch mit dazu. Und ja, seitdem er dann jetzt auch da im Schlafzimmer von uns ist, schläft der Wienstein. Ja, wir haben es jetzt 10:45. Ich habe jetzt eben noch ein paar Videos geschnitten. Und geduscht. Schatzi ist jetzt auch gerade duschen. Und dann werde ich mir jetzt gleich noch, wenn das Video fertig ist, ein bisschen Couch gönnen. Und dann irgendwann sehr, sehr müde ins Bett fallen. Wie ein Stein werde ich hoffentlich schlafen, wenn Julius mich lässt. Heute wird ein guter Tag. Das habe ich entschieden. Deswegen habe ich mir jetzt auch ich sollte mir eine etwas hellere Unterbüchse drunter anziehen. Ups. Ein schönes orangenes Kleid angezogen. Das habe ich in auf Korfu letztes Jahr gekauft. Und Julius liegt da in seinem Spielcenter gerade. Ja, natürlich nur stilecht mit Weihnachtssocken. Das kann man nicht anders sagen. Und jetzt ziehe ich mir auf jeden Fall etwas anderes, nicht so sichtbares drunter. Ja, und dann werden wir mal motiviert in den Tag starten. Denn die Nacht war wirklich dann doch sehr gut, weil der kleine Mann sehr gut geschlafen hat. Hier sehen wir das Ergebnis von der Himbeerernte, der goldenen Himbeere. Der Strauch ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen befreiter, sodass die Äste auch nicht mehr so tief hängen. Manche waren noch nicht reif, manche waren schon überreif und manche sind den Insekten schon ein bisschen zum Fraß vorgeworfen worden. Und lass die heruntergefallenen einfach auch immer da, damit gegebenenfalls jetzt Insekten sich die holen können, wenn sie Bock haben. Und da wir gerade leider keinen Gelierzucker zu Hause haben und ich dadurch dann noch keine Marmelade davon machen kann, habe ich das einfach mal eingefroren. Also heiß abgewaschen und dann eingefroren und dann kann ich, wenn wir das nächste Mal einkaufen gehen und Gelierzucker holen, ein kleines Pöttchen Marmelade machen. Und ich finde, die Marmelade aus dem eigenen Garten ist irgendwie die beste, auch wenn das natürlich im Preis-Leistungs-Verhältnis sich nicht rechnet und so, aber es macht irgendwie einfach Spaß, muss ich sagen. Habe ich letztes Jahr auch schon gemacht mit den Brombeeren und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, und man sieht anhand der Trockenheit, die wir hatten, man sieht anhand der Größe der Himbeeren, die so winzig klein waren, wie trocken es doch tatsächlich dieses Jahr war, ne? Das ist echt krass. Wow, Leute, aktuell sind die Temperaturen dann doch etwas angestiegen und aufgrund von dem Regen heute Morgen ist es einfach nur schwül. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal etwas Luftigeres angezogen. Also ein paar Lieferungen sind eingetroffen und zwar hatte ich mit dem Code von der lieben Özlem, Elani Lobay Halara, was bestellt. Wollte ich mal ein bisschen was ausprobieren, habe zeitgleich jetzt aber auch eine Anfrage für eine Kooperation bekommen. Da bin ich jetzt gerade noch ein bisschen im Gespräch, da wird dann wahrscheinlich gesammelt ein Haul kommen, ne, von den Produkten und die ich mir selber gekauft habe und dann auch von dem, was ich dann vielleicht noch zugeschickt bekomme, muss ich echt mal gucken. Hier drin haben wir einen Koffer. Mein Papa hat jetzt am Wochenende Geburtstag und weil die gerne reisen, hat er sich einen kleinen neuen Koffer gewünscht. Er wollte ganz genau so einen haben, also auch mit Stoff vorne, so drumherum, ne? Und weil Julius diese Teddys, so nennen wir die immer, echt liebt, also mit Kapuze, das sind ja im Prinzip Overalls, ne? Habe ich jetzt mal einfach einen neuen bestellt. Oh mein Gott, wie süß. Ja, der hat jetzt auch Füße mit dran. Die anderen, die wir haben, hat eigentlich so keine Füße dran. Der könnte dann vielleicht ein bisschen warm sein, aber das ist auch größer, also wirklich sehr groß, Größe 80 halt. Da wird er auch im Herbst, Winter wahrscheinlich noch mit reinpassen. Jetzt geht es aber erstmal hier nach oben. Und immer wenn ich hier hochkomme, habe ich immer eine Tüte mit dabei. Da habe ich immer so ein paar Produkte drin, die quasi Hauspost sind. Also von unten nach oben kommen. Das sind zum Beispiel so aufgebrauchte Produkte, die dann hier direkt in meine Aufgebrauchkiste wandern. Oder Pinsel, die ich unten halt gewaschen habe, die ich jetzt hier auch wieder einsortiere. Oder aus der Wäsche zum Beispiel Sachen. Das hier sind aber eigentlich eher so Putzutensilien, die ich dann habe. Tada, das kommt nämlich gleich bei uns in der Küche hier. Und apropos Küche, die kann ich euch jetzt ja auch einfach mal direkt zeigen. Das heißt, wir gehen da jetzt einfach mal direkt hin durch diesen Wohnbereich. Der sieht jetzt ein bisschen ramschig aus, weil ich hier auch letztens Mädelsabend hatte und der Staubi ist gefahren. Dann habe ich alles hochgeräumt und hier sind wir jetzt in der Küche, die noch nicht perfekt ist, noch nicht komplett eingerichtet und so, ne?
Aber ja, es ist für mich tatsächlich traumhaft schön. Die Blumen hatte ich euch letztens ja auch im Action Hall gezeigt. Die haben auch jetzt hier ihren Platz auf der Fensterbank gefunden. Genauso da hinten auch ein Farn. Hier steht ein großer Schrank, wo der Staubsauger dann so reinkommt. Und hier habe ich dann einfach so eine kleine Küchenzeile, ne? Da sind keine Elektrogeräte drin oder so, abgesehen jetzt von dem Wasserkocher, den ich da reingemacht habe. Aber ich habe hier so ein bisschen Stauraum und habe hier auch so ein paar Gläser und Tee und Getränke und Strohhalme. Ja, das ist eher so, wenn gefeiert wird, ne? Sachen, die man halt eher weniger unten braucht, sondern eher hier oben. Und das finde ich echt schön. Genau, dann hier auch eine Spüle, wo ich dann halt auch einen Wasseranschluss habe. Und das war's, ne? Ich finde es super. Aber wir gehen jetzt mal wieder zurück in mein YouTube-Zimmer. Und ja, hier habe ich schon wieder ein kleines Kartonlager, obwohl wir letztens erst Pappe weggebracht haben. Läuft. Denn die Arbeit ruft. Julius war mit seiner Oma unterwegs und jetzt gibt es erstmal eine Eispause. Wir sind jetzt ein bisschen abgekühlt und Schatzi bringt jetzt Julius ans Bett. Und jetzt kann ich mich meinem Schminki widmen. Ja, es ist ungefähr 6 Uhr abends und das ist dann auch meistens so die Zeit, wenn ich anfangen kann, halt wirklich zu drehen. Manchmal versuche ich das auch schon in Julius Mittagsschlaf zu machen oder nachmittags auch schon anzufangen. Das geht mal besser, mal schlechter und heute ist es halt eher Abend geworden. Und so schaut das dann immer aus, wenn ich hier so sitze. Ein Getränk und die ganzen Produkte habe ich dann hier auch immer schön dran aufgeführt für mich so, ne? Und ja, dann auch ein paar Pinsel. Wenn ein Video dann fertig gezaubert ist und ich fertig geschminkt bin und ne, räume ich die ganzen Sachen erstmal weg. Das heißt, die kommen dann gegebenenfalls, sofern sie gut waren, auch in meine Schminksammlung rein. Genau, da öffne ich dann nach und nach die Schubladen, sortiere alles soweit wieder rein. Teilweise sind das dann ja auch Produkte, die ich schon vorher hatte. Da wird aber tief geflogen hier über unserem Haus. Was soll das denn? Ich glaube, die Foundation in meinem Gesicht ist wirklich nicht ganz so optimal geworden. Das heißt, die werde ich dann auch nochmal ausprobieren. Die stelle ich dann hier auf meinen Schminktisch. Ich muss auch unbedingt demnächst meine Schminksammlung mit euch zusammen mal abfilmen und die klattern. Vielleicht fange ich da diese Woche sogar schon mit an. Primer habe ich ja schon mit euch mal abgefilmt, aber Foundations wären jetzt echt hart dran, ne? Also da muss ich wirklich mal wieder Platz schaffen. So, nachdem der Tisch dann abgeputzt ist, nehme ich meine Hauspost-Tasche quasi wieder her. Da sind dann die Sachen, die ich mit nach unten nehme. Da hat mir Schatzi eben ein paar Handschuhe mitgegeben. Die kann ich definitiv nachher im Garten verwenden. Hatte ich eigentlich eher so gedacht für hier oben, dass wir die für die Baustellengeschichte nehmen können. Dann meine Pinseltasche, wo die sauberen Pinsel reinkommen. Dann auch jetzt hier vom Schminki die dreckigen Pinsel. Dann habe ich ein neues Retinolserum von Biotherm, was ich mal mit runternehme. Das hatte ich zugeschickt bekommen. Und dann auch von Dalton das Triple Ceramide Serum, was so geil ist. Und die Sachen kommen dann mit runter und kommen dann auch in meine Routine, weil ich hatte eben dann ja auch Sachen mit hochgebracht, die leer waren. Da mussten natürlich auch wieder Sachen nachgefüllt werden. Das ist immer ganz ein Kommen und ein Gehen. Neuer Tag, neues Glück. Ich bin hier gerade im Badezimmer und sehe extrem fancy aus und habe mir gedacht, dass es euch vielleicht interessieren könnte, wie mein Badezimmerschrank aktuell aussieht. Also ganz grob. Da oben habe ich halt die Masken, von denen ich immer erzähle, ne? Dass ich halt jeden Tag eine andere Maske verwende, morgens, während ich meine Zähne putze, und meine Eyepatches, eine Haarbürste, Sommerprodukte, Peeling und Schmuck. Dann habe ich hier auf der Seite meine Morgenroutine. Und hier habe ich dann meine Abendroutine. Und die beiden Produkte verwende ich sowohl morgens als auch abends. Dann habe ich hier so Gedöns, Wimpernserum und so weiter. Dann noch ein bisschen mehr Schmuck. Dann habe ich hier meine Parfums. Das habe ich von der lieben Emmy gekriegt. Vielen, vielen Dank. Dann habe ich hier meine Körperpflegeprodukte, die ich dann verwende. Und ich gucke gerade das Mega-Video von der lieben Frühlingsrolina. Also Wahnsinn. 2 Stunden 41 läuft. Ein bisschen Haarpflege, ein bisschen Deo. Genau, also das sind so die Produkte, die aktuell bei mir im Einsatz sind. So sieht mein Badezimmerschrank aus. Übrigens, mein Freund hat halt selber auch genauso einen und der ist auch sehr schön gefüllt. Also keine Sorge, der Mann hat auch Platz. Und so sieht dann mein Waschtisch aus. Eben habe ich auch ein bisschen Pinsel gewaschen. Pinselseife hängt hier magnetisch dran. Und ein bisschen Zahnpflege, ein bisschen Seife, eine Zahnbürste, ein Waschbecken, Handtücher. Ne? Und diesen formschönen Morgenmantel habe ich mir in dem Souvenirladen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß,
irgendwie Krimskrams oder sowas, weiß ich echt nicht. Wir sehen hier mein ziemlich sportliches Outfit of the Day, weil ich vorhabe, eigentlich in den Garten zu gehen. Ja, weil gestern ist es ja ein bisschen abgekühlt, obwohl es heute bis 27 Grad werden sollen. Und ich möchte mich bewegen. Ich habe heute gerade vor ein paar Minuten meine Periode bekommen. Und da habe ich immer das Bedürfnis, gegen die Schmerzen anzubewegen. Heute habe ich eigentlich nicht viel anderes gemacht, als Pakete zu packen. Denn die Ehrenbürger und Ratsmitglieder bekommen ihre Box tatsächlich. Und Julius hat mir gerade noch dabei zugeguckt. Der war heute Nachmittag mit seinem Opa und seiner Oma unterwegs. Und Schatzi hat oben in der Küche noch weiter rumgewuselt. Ja, jetzt muss ich noch die Adressaufkleber machen. Und morgen kann ich die Pakete dann DHL mitgeben. Mama, Mama. Mama, 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 Mama. Wir haben es jetzt 19:45 und Julius wird jetzt gerade ins Bett gebracht und das war ein Reim. Und ich bin jetzt heute mal etwas schlauer als gestern und creme mich ein, bevor ich in den Garten gehe. Auch wenn es nur kurz sein wird, aber trotzdem. Denn gestern habe ich mir einen leichten Sonnenbrand geholt, das war eher uncool. Hier hatte ich letztens auch schon mal angefangen und hier wollte ich jetzt weitermachen. Eine Dreiviertelstunde habe ich jetzt gebraucht, um hier einfach das Gedöns mal wegzumachen. Also es wird und wird. Das war aber schon anstrengend, ne? Ja, und dahinter befindet sich übrigens unser Vorbeet. Das heißt, das Unkraut kommt von uns selber. Heute sind zwei Pakete gekommen. Einmal ein ganz großes von DM. Da ist hauptsächlich Babynahrung, glaube ich, drin. Und dann habe ich hier von Pat McGrath Labs was bestellt. Da war so ein Mega-Sale. Das werde ich euch auch nochmal in einem Haul zeigen. Aber das sind die Produkte, die ich mir bestellt habe. Ja, und dann habe ich jetzt noch so ein halbes Stündchen, 25 Minuten ungefähr. Da werde ich mir jetzt die Nägel einfach mal neu lackieren. Denn morgen ist Shopping Day. Da geht es mit Mama zusammen einkaufen. Und ich habe Mädelsabend. Aber ja, und weil ich nur ein bisschen Zeit habe, werde ich mir jetzt einfach eine Farbe drauf machen. Aber natürlich eine krasse Farbe. Dann nehme ich den hier Into the Jungle von Rival de Loop. Habe ich in der Farbe 01. Das ist schon knallig geil. Das mag ich. Das ist Sommer. Was eine geile Farbe. Das Spaziergeh-Outfit of the Day. Einfach ein lässiges Oberteil, eine lässige Leggings und gute Schuhe, um keine Blasen zu kriegen. Sehen wir dann die Shopping-Ausbeute. Mitgenommen haben wir das orangene Kleid, dann habe ich mir noch einen Taillengürtel gekauft, eine neue Geldbörse, dann waren wir noch bei einem wunderschönen Douglas drin. Da habe ich mir hier so einen Duschschaum mitgenommen, den hatte die Verkäuferin empfohlen. Diese Lidschattenpalette finde ich auch ganz interessant. Proben gab es mit dabei. Dann hat meine Mama das hier gefunden. Das haben wir für Julius mitgebracht. Und das grüne Kleid durfte natürlich auch mit, weil das war so cool. Ja, viel Zeit bleibt mir nicht mehr. Ich habe noch etwa 20 Minuten.
Vielleicht schaffe ich es aber auch ein bisschen. Na, ich muss mal Hinne machen. Genau, und ich wollte eigentlich heute so eine Art Testschminki machen für ein Kooperationsvideo, was ich noch filmen muss. Yay! Das heißt, ich muss das Ganze im Schnelldurchgang machen, weil ich wollte einfach mal schauen, wie lange das denn auch hält. Da geht es um das Video, was am Sonntag online kommt mit den Clean Beauty Produkten. Ja, da bin ich mal gespannt und da habe ich jetzt allerhand auf dem Tisch stehen und wollte das mal ausprobieren. Und das ist jetzt 18.38 Uhr und ich wollte um Viertel nach bei einer Freundin sein, die ich mitnehme. Aber da fahre ich auch nicht allzu lange hin. Schatzi hat eben Julius abgeholt, weil Schatzi eben noch ein Gespräch hatte, obwohl der in der Elternzeit ist, mit seinem Chef. I'm ready. Er sieht jetzt nicht so unbedingt aus, als hätte ich nur Clean Beauty im Gesicht. Also ja, von da aus sieht man das nicht so gut. Ich habe jetzt ja auch keine Softbox an oder so. Ist das jetzt eine super Kameraperspektive? Man weiß es nicht, ne? Ja, auf jeden Fall habe ich mich geschminkt und muss mich jetzt auch ein bisschen beeilen, denn es ist 7:08 und ich habe meiner Freundin gesagt, dass ich um 19.15 Uhr bei ihr bin. Oh Gott, es schüttet gerade aus Kübeln. Ich muss mir noch unbedingt eine Strumpfhose anziehen. Mein sehr, sehr chilliges Outfit of the Day, einfach T-Shirt, Leggings, was drüber geworfen, weil draußen ist es noch relativ frisch. Sammy ist natürlich auch am Start. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Möchtest du Hallo sagen? Möchtest schmusen, ne? Schmusen möchte der kleine Schnauzi. Ja, 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 ja. Guckst du dich im Spiegel an? Oder guckst du mich im Spiegel an? Guckst du überhaupt irgendwas an? Nein, du genießt, ne? Ich habe den Grund gefunden. Mr. Wow möchte, dass ich da sein Frühstück reinmache in seine Schnüffelmatte. Bitte, Frauchen, jam, jam. Ich habe Post von Mainpunkt bekommen und da könnt ihr ja die Versandkosten mit Claudi223 immer sparen und ja, weltweit, ne? Und ich bekomme dann eine kleine Provision und die haben wohl neue Produkte. Und da habe ich hier einmal die Ohrringe. Das kann ich, was war das denn? Die Ohrringe, genau, das kann ich euch mal in der Infobox auch verlinken. Und hier habe ich dann auch nochmal die Kette. Das kommt immer richtig schön eingepackt nach Hause. Ist ja auch wichtig bei so hochwertigem Schmuck, ne? Sieht wirklich schön aus. Okay, das ist jetzt einfach mal ein bisschen gröber, ne? Sonst habe ich ja eher filigranen Schmuck von Mainpunkt. Mag ich aber auch sehr gerne leiden. Ich habe bei der Kette die kürzeste Variante genommen und die Ohrringe sind jetzt auch mal ein bisschen größer. In der Küche sieht es ein bisschen nach Baustelle aus, weil Schatzi einen Kühlschrank eingebaut hat. Yay! Ich gehe jetzt in mein YouTube-Zimmer und werde das Video drehen, was ich gestern quasi schon geplant habe. So, mein Video mit den natürlichen Produkten ist im Kasten und ich finde auch, dass mein Look echt schön aussieht, aber ihr habt es dann ja wahrscheinlich auch schon gesehen. Also das Video ist ja auch schon online, kann ich euch mal auch verlinken. Irgendwie fällt das Licht hier gerade komisch. Wir schaffen das. Ist jetzt ein bisschen natürlicher geworden, also auch vom Augenlook her, aber irgendwie hatte ich heute auch ein bisschen mehr Bock auf zurückhaltende Farben. Aber es fühlt sich richtig, richtig toll in meinem Gesicht an. Jetzt werde ich hier so ein bisschen Klarschiff machen und dann nach unten gehen. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ich glaube, ich muss gleich mal eben ein bisschen aufräumen, dass jemand sich unser Badezimmer anschaut, denn auch da geht es weiter. Das hier wäre dann tatsächlich besagte Badewanne übrigens. Und ja, so sieht der Raum hier einmal aus. Neue Toilette haben wir schon, die müssen wir nur noch einbauen. Wir waren irgendwie ein bisschen weiter als man hätte sein müssen. Naja, da bin ich mal gespannt, was man hier auch noch so rausholen kann, ne? Weil es gibt kein Licht an der Decke. Das einzige Licht käme dann tatsächlich von hier, also von dem Badezimmerschrank. Und hier hätte man halt einfach eine Dusche, man hätte eine Badewanne. Die werden wir dann aber wahrscheinlich auch irgendwann mal neu machen. Und DHL hat mir gerade eine riesige My Little Box gebracht. Ich weiß nicht, was da drin ist. Wahrscheinlich meine und die zum Verlosen. Und Rossmann hatte ich auch noch einiges bestellt. Vor allem das neue Rival Loves Me Sortiment. Was soll ich sagen? Recycling rockt. Ne? Also das sind Barhocker, die hat Schatzi jetzt von jemandem abgeholt über Kleinanzeigen. 25 Euro pro Stuhl finde ich vollkommen in Ordnung. Und nachdem ich jetzt schon das ein oder andere Video geschnitten habe, ist jetzt noch ein bisschen
Arbeit am Laptop angesagt. Ein paar E-Mails sind zu beantworten, ein paar Kooperationsanfragen. Es hat ein paar Ansprechpartnerwechsel gegeben, wohl jetzt zum Sommer hin. Und da muss ich einfach mal so ein bisschen Kommunikation machen, dass man sich auch kennenlernt. Jetzt habe ich noch so 12 E-Mails, die ich beantworte. Und vielleicht schneide ich dann noch ein Video. Mal gucken. Die Junikäfer sind geschlüpft. So, das letzte Video ist am Rendern. Es ist jetzt 22.20 Uhr. Das werde ich dann gleich noch bei YouTube finalisieren, nenne ich das immer. Also wenn ich das dann quasi hochlade, die Infobox fülle, das Thumbnail erstelle. Und ich denke, dass ich dann gleich so gegen 22:45 oder so duschen gehen kann. Und dann ist Feierabend. Dann geht's ins Bett. Das Outfit of the Day von Samstag, einfach ein normales T-Shirt. Ich glaube, das hatte ich heute sogar, diese Woche schon mal an. Noch nicht ganz wach. Genau, dann Rock dazu, Flipflops sind das eigentlich, genau. Ich werde jetzt einkaufen fahren. Schatzi ist mit Julius im Garten. Und das ist, was ich gekauft habe. Das ist ein ganz großes Paket Milch. Es ist etwas schwer. Genau, dann hier noch ein bisschen was als Getränk. Wir haben ja normalerweise den Soda-Stream, aber sowas geht halt einfach mal für zwischendurch. Und ja, den mag Schatzi halt auch ganz gerne. Für heute Mittag Schlemmerbrötchen. Hierfür musste ich extra zum K&K fahren. Backofenreiniger stand an Stellen, da ist unglaublich. Stand irgendwie ganz woanders. Backofen, Grill und Kaminglasreiniger von Heidmann. Den soll man auch super gut verwenden können für die Toilette. Dass wenn du da drunter so ein bisschen vielleicht Verfärbung hast oder so, ne? Also quasi unter dem Klo sitzt. Und dann habe ich hier für Julius, der hat so ein VIP-Ding, Energizer C, Baby C Batterien. Da gab es nur noch 2 Stück von. Und wir brauchen ein paar mehr. Und das hier ist das, was ich dann beim Aldi gekauft habe. Sieht immer ein bisschen aus wie Kindergeburtstag, weil so viele Süßigkeiten dabei sind. Wir haben ja HelloFresh, ne? Und da haben wir ja normalerweise unsere Mittagsgerichte. Diese Woche war uns einfach zu warm für manchmal Mittagsgerichte. Ich habe allerhand von diesen Kosmetiktüchern mitgenommen. Das ist einfach, die haben wir jetzt wirklich überall stehen und wir haben die ja vorher schon gerne verwendet. Und jetzt halt umso mehr mit Baby, ne? Dann hast du halt immer mal wieder sowas rumstehen. Dann diverse Chips. Ich liebe diese Linsenchips. Die sind einfach großartig. Diese Sour Cream and Geschichte da finde ich eigentlich noch besser als die Paprikasache. Aber manchmal möchte man halt einfach nicht diesen Mundspack haben, dass man so müffelt. Dann habe ich für Schatzi die Chio Tortillas in White Paprika mitgenommen. Da gab es keine anderen und ich habe mir gedacht, besser das als nichts. Aus Nostalgiegründen einfach mal Pombeeren. Die schmecken einfach auch besser als die von Aldi. Also die nachgemachten von der Eigenmarke. Dann auch noch Salzbrezel, wenn ich irgendwie snacken möchte, mich aber irgendwie gesund fühlen will. Für heute Nachmittag Rosinenschnecken. Da wusste ich noch nicht, dass ich auch zu K&K fahren wollte. Ein bisschen Schokolade, die liebe ich ja. Ne? Oh, die sind einfach großartig. Dann ein bisschen Aufschnitt für Schatzi. Ich bin ja eher die süße Maus. Wenn es mal schnell gehen muss und man zwischendrin mal was snacken möchte oder essen will. Ne? Frischeiwaffeln finde ich auch immer ganz schön. Das hier muss gleich ganz schnell gefroren werden. Das essen wir dann wahrscheinlich heute Abend. Schlemmerfilet à la Bordelaise von Iglo. Und dazu habe ich auch noch so einen Salat mitgenommen. Dann habe ich auch noch Schoki mitgenommen. Da habe ich von Milka die Lou mitgenommen, die Oreo und 2x Noisette. Das ist aber auch nicht für mich. Ich bin dann halt eher so die Peanut-Kugelfrau. Gelierzucker hatte ich euch ja schon gesagt. Ich möchte ja gerne ein bisschen Marmelade machen. Dann habe ich Rapsöl mitgenommen, was mittlerweile zu einem halbwegs bezahlbaren Preis auch zu finden ist. Dann habe ich von Knoppers Nussriegel mitgenommen. Das ist auch einfach mal ganz praktisch, wenn man im Garten ist und einfach zwischendurch Energie braucht. Ich habe das leider häufig, dass mir schwarz vor Augen wird und das ist dann relativ uncool. Dann habe ich auch noch Kakao mitgenommen. Schatzi ist ein absolutes Kakaomonster. Und dann brauchen wir immer ein bisschen Nachschub. Und last but not least habe ich hier einfach Vollkorntoast mitgenommen. Ja, das frieren wir immer ein, damit man das halt auch wirklich komplett aufbrauchen kann. Kann ich nur empfehlen, wenn man halt nur irgendwie zu zweit ist oder so und jetzt nicht jeden Tag Toast isst. Einfach in eine Gefriertruhe und dann halt nach Bedarf einfach in Toaster packen. Und ich habe jetzt für den ganzen Einkauf mit Milch und Getränken, abgesehen von dem Backofenreiniger und den Batterien, 53 Euro bezahlt. Ja, das ist gar nicht mal so wenig, aber Milch ist ja auch mit da, also Getränke, das ist immer so eine Sache. Ansonsten machen wir immer Soda-Stream-Getränke.
Hier haben wir jetzt einmal die Gerichte, die wir nächste Woche essen werden. Das ist einmal fruchtige Sommerbowl mit Thunfisch. Und dann haben wir Piri-Piri-Perl-Couscous mit Pimientos und Hirtenkäse-Crumble. Mein System ist ja auch immer, dass ich immer nur eine begrenzte Anzahl an diesen bunten Bügeln habe. Also entweder gelb oder pink, ne? Und wenn alle Bügel belegt sind, dann muss ein Teil ausziehen. Das ist jetzt in dem Sinne dieses Kleid. Ich habe mich gerade gewundert, denn ich habe jetzt auch die InStyleBox abonniert und der Karton war so riesig. Aber es war wohl so eine Sonderaktion, dass man zu der regulären Summerbox die Springbox gratis mit dazu bekommt. Das heißt, ich habe jetzt zwei Boxen bekommen. Zwei Videos sind schon im Kasten und jetzt kommt gleich das dritte. Und ja, als ich gerade unten war, ist Mr. Bau auch mit nach oben gekommen. Du neugieriger kleiner Hund. Kriegst natürlich erstmal ein Yum. Nom nom. Hat da vorne auch sein Wasser stehen. Und ja, das sind leere Kartons, die ich als Verlosungsboxen nehme. Und meistens liegt Sammy da vorne auf der Couch oder auf dem Boden und guckt Frauchen zu, was die so treibt. Frauchen hätte hier tatsächlich noch eine zweite. Wenn er möchte. Yum. Hum. Hier haben wir jetzt Video Nummer 4 stehen. Das werde ich jetzt noch drehen und dann gibt es gleich Abendbrot und hoffentlich Feierabend. Was ist das denn hier mit der Uhr? 19,45, 27 Grad sind es immer noch. Und so sieht das Ganze zubereitet aus. Da kommt gleich noch Salatdressing drüber. Schlemmerfilet à la Bordelaise mit einem Salat. Happy Sunday! Das ist ja mein Outfit of the Day. Ja, das haben wir ja schon gesehen, ne? Das habe ich jetzt gerade erst mit Mama geshoppt. Flipflops dazu, läuft. Und dann werde ich jetzt mal BH-frei, läuft, in den Tag starten. Ist nicht perfekt geworden, aber dafür, dass es selber mit der Hand gemacht wurde und jetzt nicht irgendwie groß abgesteckt, finde ich, kann sich das sehen lassen. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day. Irgendwie ist es total weird, dass ich jetzt hier so viel Licht anmache und nochmal so viel Wärme erzeuge, weil eigentlich ist es so warm draußen, Leute. 29 Grad, jo. Und ich stelle euch mal, glaube ich, ein kleines Stückchen höher, dann seht ihr nämlich auch meinen Kopf. Ich glaube, der war gerade ein bisschen weg, ne? Ich werde gleich ein Video filmen. Dafür stelle ich jetzt erstmal die ganzen Produkte hier so vor mir auf. Ich brauche das einfach so für meinen inneren Monk, dass man so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Ordnung hat, dass ich auch direkt so die Produkte griffbereit habe. Und so ist es dann immer, ne? Dass ich dann erstmal hier alle Lichter anmache, mich hier so ein bisschen einrichte. Dann habe ich mir ein Getränk organisiert, dass ich auch nicht verdurste hier oben. Genau, und dann geht die Party gleich ab. Oh, ich fühle das total. Das ist richtig
Sommer Glowy, obwohl das ja eigentlich gar nicht das Thema war, läuft. Aber mir gefällt dieser Look. Was geht ab, ey? Also, ne, richtig cool. Und dann dieses kleine Highlight auf der unteren Wasserlinie und diese Glitzer-Flitzer-Augen. Ja, tatsächlich bin ich gerade sehr glücklich darüber, wie es geworden ist. Denn manchmal gehen diese Looks, die gehen ja ein bisschen in die Hose manchmal, ne, wenn wir die ungeschönt Videos oder Hashtag ungeschönt Videos schminken. Was ich euch übrigens noch erzählen wollte, und ich stelle euch mal eben auf meinem Knie ab, und zwar der nächste Vlog, den wir machen werden, wird wahrscheinlich dann einen Hamburg-Part beinhalten, denn da bin ich eingeladen worden und da bin ich mal gespannt im Juli. Ah, I'm so excited! Ohrwurm am Start, darf ich nicht singen wegen ist so. So cool, aber das tut weh, dass ihr hier, aua, das Stativ tut auf meinem Knie weh. Ja, genau, also das wollte ich halt auch nochmal gesagt haben, ne? Mhm. Ich bin irre aufgeregt und ich freue mich wie Bolle, dass ich da zu einem Event eingeladen wurde. Oh, jetzt guck mal hier mit Sonnenlicht, ne? Claudis bunte Welt macht jetzt offiziell bei den Penning Sisters mit. Auch für Sammy gibt es eine Eispause. Da sind Leckerlis drin und Wasser und normales Futter. Und tatsächlich die Reste von Julius Mittagessen. Ja, ein bisschen Babybrei. Warum eigentlich nicht? Allerhand Videos sind jetzt im Kasten und jetzt werde ich noch einen kleinen Podcast drehen, denn ja, wenn man eine gewisse Mitgliedschaftsstufe bei meinen Kanalmitgliedern erreicht, bekommt man jeden Mittwoch einen Podcast von mir. Das heißt, aktuell vertone ich das Buch Sammy endlich ankommen und da werde ich mich jetzt gleich mit Sammy ein bisschen auf die Couch legen und das Buch vorlesen. Ja, also da werde ich gleich tatsächlich mit starten. Denn ich habe noch gar keine Podcast-Folge gemacht. Ja, und mache das jetzt wirklich so im Kuschelmodus. Also Sammy und ich auf der Couch. Der ist jetzt auch gerade sehr erfreut mit nach oben gekommen. Und dann werde ich mal so ein bisschen was aus meinem Buch vorlesen. Das ist ein bisschen dunkel, ne? Dann haben wir halt die Jalousie im Hintergrund, da kommen wir mit klar. Ja, ich wollte jetzt nämlich tatsächlich den Vlog soweit beenden, denn ich werde jetzt heute auch nicht mehr viel machen. Es ist jetzt 21:45 und ich wollte gleich eben noch duschen, mich abschminken und dann auf die Couch und dann ins Bett. Ich bin richtig müde, habe heute auch viel geschafft und ja, freue mich auf die kommende nächste Woche. Ja, ich hoffe, dass es euch hier gefallen hat, dass ihr eine schöne Zeit hattet und auch einen schönen Einblick vielleicht bekommen habt in meinen normalen Alltag, was ich so die ganze Zeit treibe. Und ja, lasst mir super gerne, wie oft sage ich, ja, relativ häufig, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich wirklich drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.